Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich sehe, ihr habt schon heute einem neuen Sound of War Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich ein Video über Camules mache. Und ich habe leider momentan keine Möglichkeit, ihn im Gildenkampf zu benutzen oder ihn euch da zu zeigen, weil wir momentan sehr hoch sind und die Gilden dementsprechend stark sind. Camules klappt, wie auch schon öfter gesagt, auch im Gildenkampf gegen Speedteams. Ihr müsst dabei zwei Sachen beachten. Nummer 1, sie dürfen keinen Stripper haben. Also sowas wie ein Erzengel, Orion, Chiwu oder ein Fairy King. Gibt bestimmt noch andere Monster, die strippen können, aber als Beispiel. Und sie dürfen nicht ein Monster haben, das sehr gut im Healen ist. Dann klappt Camules nicht. Wir haben hier eine Perna, die healt zwar auch, aber gegen Perna klappt es. Also gegen so Speed-Kill-Comps, wie zum Beispiel auch Galeone, Theomas, Bernard, kann man Camules benutzen. Ich habe den Kampf extra für euch aufgenommen. Die Auflösung ist ein bisschen merkwürdig, weil es auf meinem iPad aufgenommen wurde, aber wir können da gleich reinzoomen und schauen uns das an. Immerhin mal so. Und dann, wenn ich dann demnächst zurück bin und ein Gildenkampf sich findet, dann zeige ich ihn euch nochmal komplett in einem Video, dass wir ihn vielleicht in 3 Kämpfen oder so benutzen. Nachdem wir Camules benutzt haben, gehen wir nochmal zu meinem Baby-Account und werden da, naja, ein paar Schriftrollen öffnen, die sich da angesammelt haben. Ich hoffe, dass nichts kommt. Und zum Schluss gibt es natürlich auch wieder eine Frage des Tages, die interessant ist und auch ein Geschenk des Tages. Ich würde sagen, wir beginnen mit Mr. Camules, unser Boy. So, wir haben erstmal Time to Loot von dem Gegner, das ist der Vorteil. Wir haben überall Schild, Wille und Camules soll als erstes sterben. Mein Garni ist dann sogar schneller. Passt sehr gut zu dem Team, ist nicht muss. Am wichtigsten ist Tilasha und Camules. Ich habe früher das ohne Garni gespielt und habe dann einfach Dings benutzt, wie heißt es, Miyang, die jetzt auch Hall of Hero war. Die verlängert dann den Endure-Buff und den Schadensabsorptions-Buff von Mr. Camules. Beziehungsweise ist ja noch nicht mal Camules. Es ist dunkler Elementar, hm? Ja. Und ja, das klappt so unglaublich gut. Ich meine, Garni prockt hier ein paar Mal. Das ist noch nicht mal wichtig. Eigentlich ist es sogar negativ, weil Camules, obwohl er 0 Speed hat, dann eher zum Zug kommt. Die Gegner sollen ja so viele Turns wie möglich bekommen. Deswegen ist es so krank, wenn da bei den Gegnern noch ein Bernard ist. Dann töten die sich einfach die ganze Zeit selbst. Und das ist so witzig. Also ihr seht, die gehen dann die ganze Zeit auf Camules. Erstmal, weil der 1% HP hat. Und weil er dann auch noch kontinuierlich einen Defense Break bekommt. Ihr müsst nur aufpassen, dass in der ersten Runde dann auch Camules stirbt. Ansonsten könntet ihr Probleme haben, aber meistens geht es immer gut aus. Deswegen habt ihr auch Schutzwille auf Tilasha und optimalerweise Wille auf Garni oder auf Miyang. Das Ding ist, wenn ihr Miyang anstelle von Garni benutzt und der Gegner einen Bernard hat, könnte der Bernard natürlich derpen und versuchen, einen Defense Break auf Tilasha zu bringen oder so. Keine Ahnung, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber naja, das war so eine kurze Aufnahme von diesem Fight. Habe ich euch nur mal kurz mitgebracht, weil es so passend war und wir es jetzt in SW aufnehmen können. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt. Noch ein richtiges Video über Camules seht ihr dann demnächst, aber das wollte ich euch nur ganz kurz mal hier mitbringen und zeigen. So, jetzt gehen wir mal rüber zu meinem Baby-Account. Na, selbst auf meinem Baby-Account bekommen wir Liebe. Mal sehen, ob wir, naja, will ich überhaupt Glück haben? Im Prinzip möchte ich ja gar kein Glück haben. Ich mag meinen Baby-Account total gern, versteht mich nicht falsch. Und ich habe hier Milliarden Devilmons und Milliarden Food und Milliarden Kristalle. Aber ich würde es bereuen, wenn ich jetzt hier Net 5 bekomme, dass ich mir auf meinem Main-Account wünsche. Also der Account hat definitiv Potenzial. Aber ich sehe... ich finde keine Zeit für diesen Account. Versucht es erst gar nicht, den gebe ich definitiv nicht weg. Das bleibt immer mein Baby-Account. Aber er hat so viel Potenzial und ich mag ihn. Aber trotzdem soll er jetzt bitte kein Net 5 bekommen. Vielleicht ein gutes Net 4 oder so, das ihm helfen kann. Wir haben sowieso nicht so viel, das soll jetzt nur so ein kleines Extra sein. Ich meine, wir haben 18.000 Kristalle, fast so viel wie auf meinem Main-Account. Und das nur durchs Einloggen. Ich mache noch nicht mal TOA oder irgendwelche Events hier. Ich mache hier gar nichts. Aber gut. Alright, mal sehen, was wir so haben. 7 LDs, 28 MS und ein paar Steine.
würde sagen, das öffnen wir jetzt. Wir beginnen mit den MS. 3, 2, 1, let's go, baby. Mal sehen, wie die Blitzrate auf meinem Account ist. Ich nehme gleich noch 3 Beschwörungen auf. Das ist momentan so eine Aufnahmesession. Mal sehen, welcher Account am meisten Glück hat. Ich weiß sowieso jetzt noch nicht, wie viele Schriftrollen die jeweiligen Accounts haben. Vielleicht hat einer sogar über 200 oder so. Ich weiß es nicht, ich werde es danach hier sehen. Aber mein Baby-Account hat definitiv am wenigsten von allen. Vielleicht kriegen wir hier trotzdem Net 5. Wenn wir Net 5 bekommen, dann bitte eins, das ich auf meinem Hauptaccount habe. Also so ein Wind Panda wäre vielleicht cool. Keine Ahnung, was der hier bringen würde, weil ich eh keine Runen und keine Zeit habe. Devil Monster habe ich genug. Ich kann euch gleich nochmal mein Lager zeigen. Manche kennen den Account vielleicht gar nicht, weil der ist ja, keine Ahnung, sehr selten auf meinem Channel zu sehen. Vielleicht alle paar Monate mal. Aber ich habe hier sehr, 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 sehr viele Devil Bones. Und auch sehr, 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 sehr viel Food. Und hallo, kriegen wir keinen Blitz? What the fuck? Also ich meine, ich brauche hier nichts, aber ein Blitz wäre schon schön. Hallo? Kommt, das ist wieder auf der bösen Schiene momentan. What the fuck? Okay, erster Blitz nach 10 Millionen MS. Ein Todesritter, okay. Nicht, dass ich den hier brauche oder so. Ich wüsste noch nicht mal, welches Net 4 ich brauchen würde. Ich glaube, wir haben hier keinen Galeone, wir haben keinen Verde. Es gibt ja sogar dieses Verde-Event, aber nö, als ob ich das hier machen würde. Ich spiele hier nicht. Ja, also nur Arena, Weltenboss. Also mit Arena meine ich die Rivalen. Ein Kürbis. Oh, noch ein Blitz in der letzten. Bitte keinen 5. Okay, eine Delphoi. Alright, so, wir machen auch mal die Steine auf. Ich habe im Gefühl, wir bekommen einen Wähler. Ich habe es irgendwie im Gefühl und dann raste ich aus. Bitte nicht. Bitte keinen Wähler. Ich mache trotzdem die Steine auf, auch wenn sich das irgendwie widerspricht. Warum nicht? Die sammeln sich hier mal an. Komm, bitte ein Blitz, aber kein Wähler. Und Garni wäre auch okay. Habe ich ja auf meinem Main-Account. Ich glaube aber irgendwie, wir bekommen gar nichts. Und wir bekommen gar nichts. Okay, jetzt zum Schluss noch die LDs und dann zeige ich euch mal das ganze Lager. 3, 2, 1, let's go, baby. Oh, nein. Nein, 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 nein. Okay. Gut. Also schlecht. Also gut. Wisst ihr, also Hall of Fear Monster will man nicht aus einer LD bekommen. Und das ist gut, weil ich hier kein gutes Monster will. Wir öffnen trotzdem weiter. Ne? Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ah, Gott sei Dank. Also, ich will schon Blitz, aber ich will da nichts Gutes bekommen. Ist so merkwürdig. Ah, und kein Blitz. Hey, immerhin gab es einen Blitz, auch wenn der uns nicht weiterbringt. Alright, das soll es gewesen sein. Jetzt zeige ich mal ganz kurz mein Lager. Warte, wir gucken mal ganz kurz, ob wir überhaupt die haben. Ob wir noch Delphoi oder sowas haben. Ich glaube nicht. Sieht nicht danach aus, dass wir eine Delphoi oder so haben. Immerhin mal ein paar neue. Das ist gut. Und die Lichtdings habe ich wahrscheinlich auch gar nicht gefarmt damals. So, ich zeige euch mal die Devilmons. Also erstmal das Food da oben, habt ihr ja gesehen. Hier die ganzen Max 4 Stars. Und schon die 5 Stars. Bereit für ein paar 6 Stars. Und hier unten haben wir jetzt einfach, passt auf, ab hier. Devilmon, 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 Devilmon. Bis da unten. Damn, schaut euch mal das in Slow-Mo an, wie extrem viele Devilmons da rumliegen. Würde ich gerne auf meinen Main-Account rüber tauschen, aber das ist ja leider nicht möglich. Haben wir hier einen Garo? Wir haben 2 Feuerrock-Chasters, das weiß ich. Jetzt kann ich mich nicht mehr darüber aufregen. Wir haben auch einen Garo. Nice. Schicke Monster eigentlich. Achso, die haben wir damals gezogen, aber die habe ich dann später auf meinem Hauptaccount gezogen. Aber ja, also hier habe ich nichts, was ich auf meinem Hauptaccount vermisse. Ich meine, wir haben hier eine Segment, die ich ganz cool finde. Aber ist jetzt nicht so ein Most Wanted Monster von mir. Also von daher bin ich definitiv nicht böse auf diesen Account. So, wir kommen jetzt zur Frage des Tages. Hashtag FDT von ShadowForceLP. Er hat ganz, ganz, ganz viele FDTs geschrieben. Findest du es nicht komisch, dass in Zone of War alle Monster Kannibalen sind? Um ihre Skills hochzuleveln, essen sie ja ihresgleichen. Im Prinzip ja und nein. Also erstens, in ganz vielen Spielen ist es ja so, dass man die gleiche Art von Typ Monster oder auch Waffe oder irgendwas anderes
nochmal haben muss, um die Waffe oder das Monster oder den Helden aufzuwerten oder die Skills aufzuwerten. Das Ding ist ja, die essen sich ja nicht. Wir sagen fooden, aber im Prinzip ist es... No, dankeschön. Im Prinzip ist es ja so, dass wir... wie soll ich das sagen? Wir werten die ja auf und dann werden die nicht da reingefüttert. Wir können das mal ganz kurz ja machen mit einem Max 3 Star. Die werden quasi von der Idee her zusammen fusioniert, dass die ein Teil werden. Also die werden ja jetzt nicht von diesem Dings da gegessen, sondern die werden quasi, wie ihr das seht, zusammen in das Ding rein fusioniert. Der verschwindet kurz und erscheint dann neu in einer stärkeren Form. Also von daher werden die jetzt nicht aufgegessen, sondern, naja, die werden ineinander fusioniert oder zu einer neuen Form entwickelt. So ist die Idee dahinter. Also es sind jetzt nicht Kannibalen, die den Kopf abbeißen und die Arme dann zum Abendessen kauen. Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst. Vom Gedanken her klingt es ja so, wenn wir sagen fooden und so, aber... Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, sollte ein kleines Video über Camoless sein. Wir sehen uns dann im nächsten Sound of War Video wieder. Ich habe gehört, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, dann bekommt ihr auch einen LD-Blitz und da kommt kein Hall of Hero Monster raus. 100% real, no scam, no joke, nur solange der Vorrat reicht und nur, wenn ihr ein Like da lasst. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.